Wir lagen ganz gut vor Hülkenberg. Hülkenberg lag auch nicht verkehrt vor Red Bull, aber hinter Red Bull hatte Mercedes einen riesen Abstand. Ist halt eher eine Strecke, wo du Aero brauchst und mit P. Und damit hallo allerseits und willkommen zum Rennen aus Ungarn. Gegen Hülkenberg gewonnen und natürlich auch gegen Valtteri Bottas. Wir holen die Pole und Claire meldet sich nicht, die schläft wohl noch. Ressourcenpunkte, noch kein Tausender zusammen. Nach dem Rennen werden wir womöglich 500 Ressourcenpunkte mehr bekommen, weil wir die 30 Punkte innehaben. Gut gemacht. Das war eine tolle Leistung im Qualifying. Ja, bin ich auch mit zufrieden. Es ging ja erstmal gar nicht gut los auf den Lilas in Q1, aber mit Q3 gleich die erste Runde nicht verkehrt. Trocken soll es werden. Hey Mix, sagte Jeff. Wir haben die letzten Monate wie besessen an dem Wagen gearbeitet. Saßen sogar an den Wochenenden, ja. Alle zwei Wochenenden wird sowieso gearbeitet. Gut, dann gehen wir mal zum Rennen. Immer wieder ein Schauspiel, an den lebhaften Ungaroring zurückzukehren. In der Nähe eines beliebten Reiseziels, nämlich der Stadt Schönes Budapest, erwarten wir ein spannendes Rennen. Kurs und die Landschaft. Den Moment, als Michael Schumacher 2010 seinen alten Kollegen Rubens Barrichello Richtung Wand drängte, oder die großen Rennen 2014 und 2015, vergisst bestimmt niemand so schnell. Der Ungaroring, 19 Kilometer nordöstlich der ungarischen Hauptstadt Budapest, bietet 14 Kurven voller Geschichte und Prestige. Das Überholen auf dieser 4,3 Kilometer langen Strecke war immer schon schwierig, doch vor allem die letzten Jahre brachten uns außergewöhnliche Rennen. Hoffentlich erleben wir heute auch so eines. Und bei mir ist heute Stefan Römer. Reden wir über den Eismann. Der Podiumsplatz beim letzten Rennen war wirklich großartig. Denkst du, sie können das an diesem Wochenende wiederholen? Im Motorsport gibt es natürlich keine Garantien. Aber ich denke, dass ihre letzte Performance ihrem Selbstvertrauen ganz gut getan haben dürfte. Schauen wir uns die Ergebnisse des gestrigen Qualifyings und die Startaufstellung an, bevor es losgeht. Der Eismann startet aus der Pole Position. Und daneben steht Nico Hülkenberg. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Ricciardo, Verstappen, Lewis Hamilton und Bottas. Ocon, Perez, Grosjean und Kevin Magnussen. Alonso, Leclerc, Lance Stroll und Ericsson. Van Dorn, Sirotkin, Sebastian Vettel und Pierre Gasly. Hartley, wegen einer früheren Gridstrafe wird er von weiter hinten starten. Und Kimi Räikkönen vervollständigt die Startaufstellung. Und jetzt wird es Zeit, zur Strecke zu schauen. Lass uns die Strecke bis Kurve 1 im Kopf durchgehen. Wenn wir es ruhig angehen, fahren wir aus einer guten Position heraus. Wir müssen es nicht gleich am Anfang des Rennens übertreiben. Übertreiben. Wir starten mit gelben Reifen. Der Rest auf den Lilas. Von den Q3-Fahrern ist keiner auf Nicht-Lilas unterwegs gewesen. Hat man es nochmal gesehen, der Abstand zwischen dem langsamsten Red Bull und dem schnellsten Mercedes? Eine Sekunde. Und Ferrari ist mittlerweile zu langsam, um mit den härteren Reifen in Q1, Q2 weiterzukommen. Trocken soll es heute bleiben. Das hat uns Chef schon gesagt. Es wird auch nicht stark bewölkt sein am Ende. Und wir können mit den Reifen mehr gehen, aber wir bleiben auf jeden Fall bei einem Stop, weil wir die Lilas nicht fahren müssen. Das war ja der Plan. Wir fahren mit ziemlich viel Abtrieb. Wir waren im freien Training der langsamste beim Temporadar mit Abstand. Wir fahren wohl auch mit Abstand am meisten Abtrieb. Macht uns auf eine Runde schneller, hat aber auch in Frankreich gewisse Probleme bereitet. Dafür war das Rennen dort ziemlich genial. Und mal gucken, wie das hier heute wird. Sprittechnisch, ich bin ja den kompletten ersten Sektor auf Fett gefahren. Und am Ende der Runde bin ich ja in der drittletzten Kurve schon auf Fett gegangen, oder kurz vor der drittletzten Kurve.
Deswegen würde ich ganz gerne heute nicht übermäßig viel mitnehmen. Ich würde sogar bei plus 0,5 bleiben wollen. Also gar kein so lasches Rennen mehr wie in Silverstone, als Hülkenberg, als wir mal kurzzeitig vorbei waren in Hülkenberg und dann ich einfach abreißen hab lassen. Das will ich gar nicht mehr erleben. Und alles weitere sehen wir mal. Trockenheit, wir fahren auf den gelben los. Sprit angepasst. Ja dann, war's das schon. Ich hoffe, das wird endlich mal wieder ein Sieg. Wir haben erst zwei in dieser Saison. Dafür sind wir aber WM-führender, weil bisher ziemlich konstant. Aber bei diesem Vorhaben mal wieder zu gewinnen, wünsche ich euch viel Spaß. Beim Übungsstart konnten wir keine Probleme lösen. Halte die Drehzahl beim Start im Auge. Wollen schließlich nicht stehen bleiben. Rennstrategie? 13 Runden, bis sich dein Boxenstoppfenster öffnet. Ich fahre den jetzt einfach mal da vorne. Wetterbericht. Die Bedingungen sehen im Moment stabil aus. Wir erwarten momentan keinen Regen. Trockenreifen passen gerade am besten. Je nachdem, wie die Reifen am Ende des Dienstes so sind, ziehen wir diesen vielleicht noch etwas nach hinten. Heute fahren wir gegen Van Dorn und gegen Bottas? Ich sage einfach mal Van Dorn und Hülkenberg. Gegen wen fahre ich? Die Fahrer des Rennens sind Ricardo und Bottas. Ricardo und Bottas, okay. Deutlicher Vorsprung für Hülkenberg. Gleich mal zeigen, was gleich Sache sein wird. Was ich ja hoffe. Zwar vielleicht nicht unbedingt im ersten Stint, weil er mit weicheren Reifen daherkommt. Ich werde ja erstmal Startprobleme haben mit den härteren Pneus. Aber ich hoffe, das wird dann bald. Die restlichen Fahrer nehmen ihre Positionen ein. Gedulde dich und achte auf die Startampel. Okay, Hülkenberg muss sich ziehen lassen. Das war sehr, sehr unnötig. Gibt sich hoffentlich gleich alles. Mir fehlt Grip. Und auf der Geraden haben wir allgemein Probleme. Wegen des schönen Abtriebs. Ich hoffe mit wärmeren Reifen wird das gleich noch besser. Wenn ich mich erst mal etwas hier besser eingeschossen habe auf diese Bedingungen. Nimm doch mal die blöde Schrift weg. Hinter uns liegt Heimat, ne? Ich bräuchte schon der Erste, das wäre nicht verkehrt. Fahrer vor mir. Abstand zum Auto vor dir beträgt 1,3 Sekunden. Sie fahren mit 9 ultraweichen. Ihre Reifen sind eine Runde alt. Wir vermuten, dass
dass Sie noch einen Stopp haben. Letzte Rundenzeit lag bei 1:25,2. Beide dann auf den Weißen, nehme ich an. Oh oh. Also Ricardo müssten wir auf der Strecke bekommen. Vielleicht. Er kommt ja eher rein. Beide Mercedes haben den Verstappen bekommen. Immerhin fahren sie mir jetzt nicht weiter weg. Das sieht dann schon mal gut aus für den weiteren Verlauf des Rennens. Tendenziell werde ich eher noch schneller. Hamilton ist weit weg. Haben das DRS aktiviert. DRS ist jetzt verfügbar. Das Auto hinter dir fällt pro Runde um etwa 3 Zehntel zurück. Fahrer hinter mir. Hamilton hinter dir. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 0,9 Sekunden. Mit alten, ultraweichen Reifen. Ihre Reifen sind 2 Runden alt. Wir vermuten, dass sie noch 2 Stops machen werden. Letzte Rundenzeit lag bei 1:21,5. Machen wir die härteren Reifen haben, jetzt kommt unser Streckenabschnitt. Die nächsten beiden gehören eher uns. Wir kommen schon ein Stück näher ran, das merkt man schon. Im Vergleich zum Bergaufstück, ja, sind wir jetzt näher angekommen. Deutlich näher angekommen. Jetzt muss man auch auf einer Geraden vorbeikommen. Oder generell einfach nur vorbeikommen. Bin mal gespannt, wie das mit DRS im Windschatten wird gegen einen Red Bull. Schnellste Runde. Schnellste Runde des Rennens gefahren. Bleib dran! Nur ein DRS-Messpunkt. Man merkt deutlich, wie sie uns im ersten Sektor davonfahren. Jetzt kommen wir aber auch schon wieder ran. Habt ihr schon im Blick, Jeff? Keine Sorge. Aber danke für den Hinweis. Unser Abstand zum ersten Platz beträgt. Windschatten und DS macht schon 4 aus. Machen schon 4 aus. Jetzt eh nicht vorbei auf dem nächsten Stück. Deswegen spare ich jetzt lieber etwas Benzin. Hülkenberg kann sich absetzen von Ricardo. Hier werde ich auch auf Strommodus 1 rankommen. Nein, nein, nein. Jetzt muss ich wieder ran, ich muss unbedingt im DS-Fenster sein. Punkt kommt vor der Boxeneinfahrt. Dafür sind wir gerade nah genug dran. Ist hier immer Stopp beim Vordermann. Teamkollege jetzt schon in der Box, okay. Nico ist an die Box gefahren. Nico ist jetzt an der Box.
unser Abstand zum Hintermann beträgt 2,9 Sekunden. Gucken, ob der nochmal lilas fährt. So, Windschatten, der ist es gar nicht mehr gegeben für Ricardo. Jetzt aber schon mal ranarbeiten. Vorarbeit für Startziel leisten. Batterie ist gut geladen. Erhöhen wir den EAS-Einsatz. Ja, der geht ja eher in die Eisen. Nein, scheiße. Gut, dann kann ich jetzt auf Startziel vergessen anzugreifen. Der S wird vielleicht auch nichts. Mal gucken. Ja, nichts geworden. Schade. Start das Teamkollege. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 18,1 Sekunden. Sie fahren mit neuen weichen Reifen. Mit gelben, okay. Fährt er am Ende womöglich nochmal auf lila. Oder nochmal auf gelb. Weiß glaube ich jetzt nicht. So, jetzt kann ich mal nicht so viel Strom sparen. Ich muss jetzt im Mittelteil rankommen. Zu weit weg. Jetzt kann ich hier bremsen, wie ich will, weil ich weit genug von vorne mal weg bin. Aber selbst auf Startziel wird das wieder nichts mit dem Angriff. Zu weit weg. Mit dem Einstopp will er jetzt noch nicht rein. Verständlich. Seine Reifen werden aber auch immer schlechter. Fahrer hinter mir. Verstappen hinter dir. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 4,5 Sekunden. Sie fahren mit alten ultraweichen Reifen. Wir vermuten, dass sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 21,8. Also die beiden Red Bull mit einem 1-Stop-Rennen. Mist. Mann, so eine Kleinigkeit. Nicht, dass wir uns noch mit Verstappen herumschlagen müssen. Den kann ich wohl, bevor er zum Stop kommt, vergessen. Ich hoffe, ich komme wenigstens nochmal ran. Um dann, wenn er in die Box kommt, so wenig Rückstand wie möglich zu haben und dann alles raushauen, was geht. Er kommt jetzt schon rein. Ist der jetzt reingekommen? Ja. Das jetzt mit dem weißen Reifen was wird bis zum Ende? Das ist ganz schön optimistisch. Der Abstand gut, schauen wir mal. Beträgt 15,0 Sekunden. Jetzt habe ich immerhin freie Luft, saubere Luft. Jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Minimaler Rückstand auf die eigene Bestzeit, was ja auch gleichzeitig die schnellste Runde insgesamt ist.
Abstand zum Hintermann beträgt 3,9 Sekunden. Sieben Zehntel rückt schon auf die Bestzeit. Reifen sehen sehr gut aus, da kommen wir womöglich noch nicht Runde 14 rein. So niedrig ist der Wagen auch nicht eingestellt mit vollem Tank. Auch gut. Mal so ganz nebenbei noch erwähnt. Sechzehn Rückstand. Fahrer hinter mir. Leclerc liegt hinter dir. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 16,1 Sekunden. Sie fahren mit alten Weichenreifen. Ihre Reifen sind 9 Runden alt. Wir vermuten, dass Sie noch einen Stopp haben. Letzte Rundenzeit lag bei 1,22,9. Da will jemand mit einem Einstopp in die Punkte. Hülkenberg jetzt vorbei. Das, was Pierre Gasly in der letzten Saison geschafft hat. Mit einem Einstopp-Rennen. Leclerc auch. Klar, die Teams verbessern ja auch eher ihre Reifenabnutzung. Im Vergleich zur letzten Saison würde es da wohl Fortschritte geben. Fahrer hinter mir. Das ist Nico hinter dir. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 17,5 Sekunden. Sie fahren mit neuen Weichenreifen. Ihre Reifen sind 5 Runden alt. Wir vermuten, dass Sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 23,2. Das wird jetzt eine richtig schlechte Runde. Oh Mann, was für eine schlechte Runde. Aktuell wären wir Sechste nach dem Stopp, also hinter den beiden Red Bull kommen wir schon raus. Nehme ich mal an. Abnutzungserscheinungen an deinen Reifen noch kein Thema. Solltest noch eine Weile guten Grip haben. Ich muss bessere Rundenzeiten bis zum Stopp hinlegen. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit Mediums weiterfahren. Anderthalb Zehntel noch Rückstand auf die Bestzeit. Wir können nicht länger mit dieser Motoreinstellung fahren. Wir sind nur ungefähr eine Runde über Planziel. Fahr so bald wie möglich auf Mischung 2 runter. 0,53 Tankrunden über. Passt erstmal. Ich hab gerade Freifahrt, die muss ich mit den Reifen noch nutzen. Fahrer hinter mir. Nico liegt hinter dir. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 16,6 Sekunden. Sie fahren mit neuen Weichenreifen. Ihre Reifen sind 6 Runden alt. Wir vermuten, dass sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,21,1. 16,6 also für den Moment. Siebenhundertstel Rückstand auf die eigene Bestzeit.
rechtzeitig Vorlauf gehabt. Jetzt komme ich aber hier zu weit über den Randstein. Also noch hat keiner unsere schnellste Runde geknackt. Mit den alten Gelben schaffen wir es für den Moment. Ja, neue Bestzeit. Diese Runde geht's in die Box. Gib uns eine gute Hitte. Hülkenberg hinter uns, dahinter Vettel. Der war noch nicht drin, der Vettel. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 17,7 Sekunden. Haben wir den Reifen gerade gezeigt, dass da noch mehr drin ist. Also kommen wir jetzt noch nicht rein. Fahrer hinter mir. Das ist Nico hinter dir. Der Abstand zum Hintermann beträgt 17,7 Sekunden. Sie fahren mit neuen weichen Reifen. Ihre Reifen sind 8 Runden alt. Wir vermuten, dass Sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 21,5. 17,7. Denk dran, diese Runde an die Box zu kommen. Nein, Jeff, negativ. Aktuell werden wir Zweiter. Also vor Ricardo, der ist gerade auf den Weißen. Ich würde gerade so gern die Zeit von Ricardo wissen, die er jetzt gefahren ist. Ich sollte reinkommen, solange ich noch Zweiter werden kann nach dem Stop. Dass ich den Reifen aber noch mehr drin ist, 0,9 Sekunden Rückstand, habe ich erst vor kurzem gezeigt. Ich fahre gerade so schlecht. Ja, die Reifen sind grenzwertig, aber drin ist es ja noch allemal. Die schnellste Rennrunde ist ja noch nicht allzu alt. Ich komme jetzt noch nicht rein, ich entscheide mal auf Stadtziel, da gucke ich nochmal kurz, wo wir gerade nach dem Stop wären. Und nach Hülkenberg muss ich auch nochmal fragen. Immer noch Zweiter. Fahrer hinter mir. Nico liegt hinter dir. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 17,2 Sekunden. Sie fahren mit alten weichen Reifen. Wir vermuten, dass Sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,21,5. Da muss ich aufpassen, es kann ganz schnell in die Hose gehen. So viel Randstein. Ich komme mich am Ende von Runde 17 rein. Am Ende von Runde 17. Zeit, etwas Ladung zu verbrauchen. Erhöhe den ERS-Einsatz. So, die Runde jetzt nochmal alles geben. Wir wollen jetzt womöglich rein. 24 Sekunden auf Ricardo.
Nicht innen berühren. Fahrer hinter mir. Das ist Nico hinter dir. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 16,7 Sekunden. Sie fahren mit alten, weichen Reifen. Ihre Reifen sind 11 Runden 24, 9 auf Ricardo. Dass sie noch einen Stopp haben. Die letzte Runde. Ich fahre noch eine Runde, die letzte Runde. 21,2. Am Ende von 118. Am Ende von 118 kommen wir rein. Fahrer hinter mir. Nico liegt hinter dir. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 16,8 Sekunden. Sie fahren mit alten, weichen Reifen. Ihre Reifen sind 12 Runden alt. Wir vermuten, dass sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,21,3. 25 Sekunden Abstand auf Ricardo. Boxenstopp. Also komm nach dieser Runde rein. Fahr nach dieser Runde an die Box. Was Hülkenberg im letzten Stint macht. Mal gucken, ob wir mit den Weißen nochmal Bestzeit fahren können. Ich wage es zu bezweifeln. Berg kommt gleich vorbei, da kommt er an. Wir brauchen jetzt etwas Zeit, um die Reifen aufzuwärmen, haben aber hoffentlich Vorsprung auf Ricardo. 9 Sekunden zwischen Hülkenberg und ihm. Ja, ich habe Zeit zum Reifen aufwärmen. Ricardo kommt jetzt erst in Kurve 1 rein. Jetzt direkt Ricardo im Nacken, das wäre kacke. Dann brauche ich ungefähr 21 Sekunden beim Stop. Ein bedeutend frischer Reifen als Ricardo. Mal gucken, was ich damit machen kann. Ob der dann, wenn die Reifen erstmal temperiert sind, rankommt oder nicht. Wenn er rankommt, wird es ekelhaft. Sobald er Windschatten DS hat, oha. Die weißen Reifen lassen sich jetzt nicht schlecht fahren. Mal gucken, wie das im Vergleich zur bisher schnellsten Runde aussieht. In Runde 20 mit den Weißen. Ricardo ist aber weiter ein Stück näher angekommen. Sechshundertstel schneller. Ein paar Informationen zu Hamilton. Er hat ein paar Probleme mit seinem Auto und deshalb langsamer. Der WM-Dritte, der überhaupt nicht in Reichweite ist in diesem Rennen. Also Bestzeit und weiße Reifen, es gibt sich gerade nicht viel. Ob ich da noch besser werde mit den weißen Pneus. Fahrer hinter mir. Ricardo liegt hinter dir.
Der Abstand zum Hintermann beträgt seit letzter Runde interessiert 4,3 mich. Sekunden. Sie fahren mit alten Mediums. Bei ihm. Die Reifen sind 11 Runden alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 21,6. 21,6. 20,5. Hülkenberg mit gelben Reifen. Wenn die schon gewechselt hat. Hülkenberg weiter mit gelben, der fährt jetzt auf gelben. Jetzt ist Verstappen Dritter. Fahrer hinter mir. Ricardo hinter dir. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 4,7 Sekunden. Sie fahren mit alten Mediums. Ihre Reifen sind 12 Runden alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,21,6. Schön, 0,6 Sekunden langsamer. Und ich bin gerade wieder auf Bestzeitkurs gewesen. Na, das hat man schon im ersten Stint an dieser Stelle. Ein Ausschweifen. Trotz des Schlenkers bin ich mal kurz wieder auf eine grüne Delta-Zeit gekommen. Mit 20,6, nicht viel langsamer als vor zwei Runden. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 14,8 Sekunden. Erstmal gut, er muss ja erstmal überholen. Fahrer hinter mir. Ricardo liegt hinter dir. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 5,9 Sekunden. Wir verlieren pro Runde etwa 5 Sekunden. Na, ist zu langsam. Du Lügner. Mit alten Mediums. Ihre Reifen sind 13 Runden. Letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 21,8. Okay. 1,2 Sekunden verloren auf uns. Jürgenberg, würdest du mal ein 1-Stop-Rennen fahren? Dann könntest du hier womöglich vor Red Bull liegen. Das sind schon eine Nummer, die jetzt noch aufzuholen. Viertelsekunde noch Rückstand. Schöner Ausgang. 1,5 Zehntel noch Rückstand. 2 Zehntel aufgeholt. War das jetzt eine Eintagsfliegenrunde bei Ricardo? Wir fragen gleich mal nach. Hülkenberg mit der Bestzeit. 20,3, nicht viel schneller als wir mit dem Weißen. Fahrer hinter mir. Ricardo hinter dir. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 7,0 Sekunden. Sie fahren mit alten Mediums. Ihre Reifen sind 14 Runden alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,21,8. Wieder eine 21,8. Sonne kommt wieder mal raus, mehr raus. So, hier sind nochmal tendenziell 2 Zehntel versteckt in den letzten Kurven. Rutschi-Rutsch. Rutsch. 20,4 persönliche Bestleistung. Schöne erste Kurve. Fahrer hinter mir. Ricardo liegt hinter dir. Der Abstand zum Hintermann beträgt 8,4 Sekunden. Sie fahren mit alten Mediums. Ihre Reifen sind 15 Runden alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 21,8. Wieder 21,8, aber immerhin schon die dritte Runde sehr konstant. Sofern Jeff nicht einfach vorliest, was er sich vor 3 Runden aufgeschrieben hat. Und das immer wieder vorliest.
Jetzt komme ich zurück nach außen. Jetzt haben wir wieder eine Sonne, eine Wolke vor der Sonne. Hier ist dunkel in der Kurve. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 9,4 Sekunden. Status, Teamkollege. Nico ist momentan auf P4. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 14,8 Sekunden. Sie denkt, wollen wir den beiden Red Bull? Ne, jetzt auf Vierter, Dritter. Die Zeit lag bei 1,20,4. Fahr rein zu mir. Ricardo hinter dir. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 9,7 Sekunden. Sie fahren mit alten Mediums. Ihre Reifen sind 16 Runden alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 21,7. Oh, jetzt eine 21,7. Er legt ja richtig los. Hülkenberg fährt womöglich auch so auf die 2, wobei gerade ist wieder Vierter. Zumindest ist Verstappen Dritter. Ah, mal schauen. Vielleicht bekommt es auch mit einem Stop mehr hin, die beiden Red Bull abzufangen. Wir werden es sehen. Hauptsache, wir sind erstmal gut in Führung. Oh, da kommt eine Berundung. Hoffentlich geht das gut. Eine 21-0. Ricardo schöpft Hoffnung. Hoffnung. Ist ja nicht bei Hoffnung. Fahrer hinter mir. Ricardo liegt hinter dir. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 10,2 Sekunden. Sie fahren mit alten Mediums. Ihre Reifen sind 17 Runden alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,21,6. Nochmal ein Zehntel gewonnen. Ja, spätestens in den letzten beiden Runden wird er nochmal eine richtig gute Runde hinlegen, weil er dann die Reserven auspackt, so wie es Hülkenberg in Silverstone gemacht hat, ohne Bedrängnis. Oh, da kam das Heck wieder rum. Die Wiese sollte ich mir da sparen. Nur eine persönliche Bestleistung. Hülkenberg wieder Dritter. Fahrer hinter mir. Ricardo hinter dir. Der Abstand zum Hintermann beträgt 11,4 Sekunden. 20,1 bei Hülkenberg. Sie fahren mit alten Mediums. Ihre Reifen sind 18 Runden. Letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 21,6. Na, die Zeit werde ich nicht mehr toppen. 20,1 ist gefühlt etwas zu schnell. Wo machen Sie Platz? Ja, ich schätze mal Van Dorn. Bitte vorher blinken. Gute Idee. Na dann ärgern Sie auch bitte Ricardo und Hülkenberg, so wie Sie uns gerade geärgert haben. Fällt auf einmal auf die Wiese und bricht auch noch aus. Super. Na, da kommt ein Williams und da ist, glaube ich, Ericsson vor uns. Noch vor Williams. Hinterm Williams, aber als nächstes vor uns. Zu weit innen, zu viel reinstellen. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 14,5 Sekunden.
Und 14,2 liegt Ricardo hinter uns. Schön. Jetzt kommen die langsamen Nasen hier vorne. Spätestens in der nächsten Runde. Da habe ich gerade so einen schönen Rhythmus hier in den Kurven drin. 0,4 Sekunden schneller. Das muss gegen Hülkenberg genutzt werden. Das ist vielleicht die letzte Chance für eine schnelle Runde gegenüber Hülkenberg. Das war zu viel. Aber immer noch schneller als meine beste Runde. Was denn jetzt auf der Geraden vorbei? Sieht nicht so aus. Ja. Hier darf's vorbei. Nee, verarscht doch nicht. Na, hier macht er gut Platz, aber wirklich sehr gut. Gucken, wo der Williams Lust hat. Hülkenberg immer noch Dritter, also auch er tut sich schwer, der wohl mit weniger Abtrieb als wir unterwegs sind. So, nach dem Williams scheint erst wieder eine Lücke zu kommen. Macht jetzt auch so kacke Platz bestimmt, oder? Nicht so wild wie, ich schätze mal, Van Dorn. Jetzt aber auch nicht günstig. Na gut, Hauptsache wir sind halt durchgekommen oder kommen einige, aber bis dahin ist es noch ein kleines Stück. Wir fahren gleich noch 6 Runden. 2,3 Sekunden verloren. Ja, die Konkurrenz muss aber auch erstmal durch. Fahrer hinter mir. Ricardo liegt hinter dir. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 11,0 Sekunden. Sie fahren mit alten Mediums. Ganz schön reingekommen. 20 Runden alt. Letzte Rundenzeit. Tagwein 1,21,6. Er fährt wieder eine 21,6er. Wagen liegt gerade in den Kurven so verdammt gut. Woher kommt das denn auf einmal? Passt die Tankfüllung gerade mit den Reifen? Der lässt sich in den Kurven gerade sowas von fein steuern. Ah, nee, da kommen schon die nächsten. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 11,6 Sekunden. Knappe Viertelsekunde nochmal schneller und sogar die schnellste Runde insgesamt. Na, wenn Hülkenberg nicht an Ricardo vorbeikommt, wird das nichts mehr für ihn. Sind wir mal gespannt. Gleich 3. So viele Berundungen hatten wir noch nie. Selbst in Spanien nicht. Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Bitte, einer muss mindestens auf der geraden Platz machen, sind sogar 4. Oh Mann. Die werden sich aber auch ärgern. Jetzt kommt der Führende an. Mist.
Na, der Erste, der jetzt vorbeilässt, kann behofft, dass er sich gut an uns anheften kann. Gib doch nicht so viel Gas. Das macht er jetzt so, oder? Ja. Super Idee. Na, immerhin ist er jetzt hinter uns. Lieber jetzt nochmal ein, zwei Sekunden liegen lassen, aber Hauptsache der Wagen bleibt ganz. Hab zu viel Strom, Benzin werde ich jetzt nicht einsetzen. Komm schon mit dem Strom ausgeben, nicht hinterher, hinter dem. Oh Mann. Kleiner Schreck. Und ja, mein Gedanke war, fährt der sauber an uns vorbei. Also, fährt der gerade frisch überrundete ganz fein ohne Berührung an uns vorbei. Hülkenberg ist Zweiter. Schnellere Motoreinstellungen sind verfügbar. Gleich nur noch 3 Runden, aber er ist Zweiter. Er hat Ricardo geknackt. Und viel Vorsprung haben wir nicht mehr. Immerhin Freifahrt. Die da ganz hinten fahren, werden sich auch gedacht haben, was für ein Anfänger. In Führung liegend, haut er sich da mal kurz weg. Türkenberg muss noch weiter vorbei. Warum sind jetzt hier noch gelbe Flaggen? Blaue Flaggen. Hab gerade nochmal auf die Streckenkarte geschaut und auf den gelben Punkt von Hülkenberg und sag gleich nochmal gelb. Ganz schön biestig daran stellen, ne? Ist nicht neu, aber ganz schön ekelhaft. Hülkenberg bekommt, er hat jetzt Freifahrt, nochmal die Chance, eine Bestzeit zu drehen, das schafft er bestimmt. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Darauf werde ich jetzt aber nicht anlegen, ich will jetzt einfach noch sicher ins Ziel kommen. Am Ende komme ich noch irgendwie blöd auf dem Randstein bei zu viel geben, um die schnellste Runde zu fahren und schmeiß mich noch weg. Aber so richtig. Oder nochmal wie gerade eben, da ist Hülkenberg auch vorbei. Ja, schaut mal, wie Hülkenberg sich abgesetzt hat, der fährt gleich die schnellste Runde. Ist noch ganz leicht auf der Streckenkarte zu sehen. Diese Runde fährt er noch nicht die schnellste, aber war womöglich nah dran. Vorletzte Runde für uns. Fahrer hinter mir. Das ist Nico hinter dir. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 3,5 Sekunden. Sie fahren mit alten Weichenreifen. Ihre Reifen sind 13 Runden alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 20,3. Weit weg war er nicht von unserer Bestzeit. Und ich muss womöglich nochmal in der letzten Runde überrunden. Ich will ihn beim Bergaufstück spätestens bekommen, deswegen gebe ich jetzt nochmal Vollgas. Letzte Runde. Hülkenberg ist näher angekommen. Fährt aber keine Bestzeit. Vielleicht erst in der letzten Runde. Hauptsache bleibt hinter uns. Ich dachte gerade kurz, er will irgendwie blöd Platz machen. Schade, ich bekomme hier nicht. So, was machst du denn jetzt? Er
macht sowas wie Platz. Und Hülkenberg muss auch erstmal an dem vorbei. Ist jetzt nicht mehr weit weg. Aber er muss erstmal an ihm vorbei. Hülkenberg ist noch hinter ihm, jetzt hat er eine Gerade. Aber wenn ich das nicht verreiße, dann haben wir das im Sack. Hülkenberg ist vorbei. Und wir gewinnen endlich mal wieder ein Rennen. Der dritte Sieg der Saison. Ja. Du hast das Rennen gewonnen. Großartige Leistung heute. Es war ein großartiges Rennen und eine erstklassige fahrerische Leistung, die Renault heute den Sieg eingebracht hat. Und Stefan, ich frage mich wirklich, was hier der Unterschied zwischen dem Sieger und der Konkurrenz war. Ich glaube, die Umstände haben heute perfekt zu Ihrem Auto gepasst. Der Wind, die Temperatur der Strecke, einfach alles. Die Autos erwachen erst dann so richtig zum Leben, wenn die Reifen die richtige Temperatur haben. Je leichter man also diese Temperatur halten kann, desto besser verläuft das Rennen für einen. Und genau so ist es gelaufen. Sein Auto hat sich da draußen einfach wohlgefühlt. Hier kommen die heutigen Sieger und das war wirklich ein tolles Rennen. Erfolg in der Formel 1 ist für dieses Team zwar nichts Neues mehr, aber sie kriegen nie genug davon. Gratulation an das gesamte Team von Renault für diesen großartigen Sieg. Dann sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Weltmeisterschaft hat. Der Eismann vergrößert den Vorsprung in der Weltmeisterschaft. Sprechen wir über den Fahrer des Tages. Stefan, wer ist dein Kandidat? Ich würde sagen Sebastian Vettel. Einige behaupten, er hätte seine Probleme mit Rad-an-Rad-Rennen. Aber wie man heute gesehen hat, ist das Unsinn. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Renault hat seine Führung in der Rangliste ausgebaut. Ein weiteres Team, das mit diesem Grand Prix sehr zufrieden sein wird, ist Sauber, die mit einem guten Resultat in der WM einen Satz nach vorne machen. Das war's beim heutigen Grand Prix und Stefan und ich verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. 34.000stel Unterschied zwischen den beiden Bestzeiten der beiden Renault. Auch ohne diesen Quersteher wäre das heute ein relativ enges Ding geworden. Und es muss erstmal wieder ein weniger Stop-Rennen im Vergleich zu Hülkenberg kommen, dass wir mal wieder gewinnen. Vettel ist aber auch stark gewesen, aber auch mit einem Einstopp-Rennen. Genauso wie Leclerc und auch Alonso. Diese drei Fahrer haben auch gezeigt, das war heute wieder die bessere Strategie. Ja, schön, endlich mal wieder gewonnen. Hülkenberg hat jetzt zuletzt drei Siege in Folge eingefahren. Wie immer knapp dahinter. Dritter, zweiter, zweiter und jetzt mal wieder erster. Immerhin um 7 Punkte den Vorsprung wieder ausgebaut. Wir, Hülkenberg, Ricciardo, Verstappen und Hamilton haben wir gesehen, der hat sich ganz schön über Platz 5 gefreut. Vielleicht war das Rennen wirklich mies, weil sein Auto nicht so gut funktioniert hat wegen den technischen Problemen, aber ein Hamilton würde sich niemals über Platz 5 freuen, wenn er gerade sieht, dass seine Chance, Weltmeister zu werden, einfach dahinschwindet. Dahinschwindet. Einfach nur schwindet. Vettel auf der 6, Ricciardo. Was? Leclerc auf der 7, Bottas auf der 8, unser Rivale. Alonso auf der 9, stark. Perez nimmt noch einen Punkt mit. Kimi ist der erste Punktlose. Vom letzten Platz auf den 11. mit einem 1-Stop-Rennen. Und das auf einem Kurs, wo man nicht gut überholen kann. Wer weiß, wie viel der auf der Strecke überholt hat. Ocon, Grosjean, dann Lance Stroll, auch mit einem 1-Stop-Rennen. Dann kommt Brandon Hartley, Pierre Gasly, Kevin Magnussen, Van Dorn, Sirotkin. Und Ericsson. Keiner ist ausgeschieden. Ja, die beiden ist klar. Hamilton mit Lilas und dann mit Gelb. So wie Hülkenberg. Also mit 2 Stops ist er gefahren. Bottas ist Lila, Gelb, Weiß gefahren. 2 Stops. Auch nochmal anders als Hamilton. Auch interessant. 2-mal Gelb bei Van Dorn. Hamilton und Alonso, 9.13, der einzige Vorfall. Fahrer-WM, 17 Zähler Vorsprung. Hamilton hat über einen Sieg Rückstand und der nächstplatzierte
Der vierte heißt Ricardo und hat schon über 3 Siege Rückstand. Also wenn überhaupt, dann muss ich Mercedes noch richtig fangen, damit das noch was wird. Ansonsten wird das ein Duell zwischen den beiden Renault. Leclerc ist an Brandon Hartley vorbei. Ricardo an Bottas. Alonso an Grosjean. 1 Punkt vor Grosjean. Wie wenig Punkte Haas gesammelt hat in dieser Saison. Wenn wir da noch an die erste denken. Vor Sindia ist weiterhin nicht schlecht dabei. Und bei den Teams ist Sauber an Haas vorbei. Die haben jetzt 4 Zähler Vorsprung. Wir haben fast 100 Punkte Vorsprung auf Mercedes. Red Bull hat gute 70 Rückstand auf Mercedes und Ferrari hat normal 100 Punkte Rückstand auf Red Bull. Und Force India ist nicht weit weg, aber im Grunde sollte das Ferrari packen können, auf der 4 am Ende der Saison zu stehen. Unser Start mit den härteren Reifen. Erstmal, wir verursachen gar nicht so viel Rauch beim Start. Zweitens, Hülkenberg kam mit Leichtigkeit davon. Also ich hatte jetzt keinen super duper Start, war eher so, naja, schon irgendwie noch in Ordnung, hat für Ricardo auf jeden Fall gereicht. Also Hülkenberg mit weicheren Reifen und der langen Start-Zielgeraden, kein Thema. Der hatte es da sehr einfach, genauso wie Ricardo in Kurve 2. Dieser blöde Fehler. Nochmal das Ganze aus der Sicht von Hamilton und er zieht es konsequent durch auf der Start-Zielgeraden, ohne Windschatten die Kurve 1 anzufahren. Was er sich dabei gedacht hat, vielleicht hatte er jetzt schon zu hohe Temperaturen. Wer weiß. Er hat vielleicht noch eine Chance gesehen, als ich da raus bin. Und dann hier auf gleiche Höhe, aber die nächste Kurve, da sind wir in. Rechtskurve und wir ziehen das Knochen durch und lassen Hamilton hinter uns. Es war mehr als überfällig. Endlich mal wieder ein Sieg für uns. Ich habe es zwar noch ganz schön spannend gemacht. Ich sag nur Randstein in der Rechtskurve. In der ersten Rechtskurve im zweiten Sektor, das hätte nicht sein müssen, ging soweit noch gut aus, aber Hülkenberg war nun mal nicht weit weg und als er Ricardo endlich mal geknackt hat, ist er auch gut davon gekommen, von Ricardo. Also ich hoffe, ich kann mich auch in der nächsten Saison nochmal oben an die erste Kurve rechts rum im zweiten Sektor erinnern. Was ich da heute gemacht habe, das will ich so nicht mal ansatzweise erleben und schon gar nicht schlimmer. Nee, das bleibt mir hoffentlich noch in guter Erinnerung. Die Fans haben das wirklich genossen. Bei ihnen sah das leicht aus. Na, hab mich ja einmal fast weggedreht. Es nichts über einen Sieg auf dieser Strecke, habe ich recht? Ja, stimmt schon. Die Fans hier sind einfach die Besten, aber ohne mein Team hätte ich es nie geschafft. Nein, besser geht es nicht. Für den Wagen kann es schon mal hart werden, aber der hier hält das aus. Nein, besser geht es nicht. Unser Motor scheint genau für diese Strecke gemacht zu sein. Motorleistung brauchst du hier eher weniger. Nein, besser geht es nicht. Es ist trotzdem... Was? Es ist toll zu sehen, dass sich unsere Arbeit an der Aerodynamik ausgezahlt hat. Heute ist für Sie alles nach Plan verlaufen. Es sah aus, als hätten Sie eine richtig gute Strategie für das Rennen. Mist, Strategie. Eigentlich im Sinne der Strategie hätte ich jetzt mit Aero antworten müssen. Das hatten wir. Das Team hat wirklich eine tolle Arbeit geleistet. Eine gute Strategie und ein gutes Auto fürs Reifenmanagement. Oh, das riecht doch nach Chassisabteilung. Tja, ich habe mir die Spitzenposition geholt und gewonnen. Das ist eine ganz ordentliche Strategie, denke ich. Nun, es scheint, als hätte sich das Blatt zu Ihren Gunsten gewendet. Im Vergleich zum letzten Wochenende ist es merklich besser für Sie gelaufen, nicht wahr? Nicht viel, aber besser ja, klar. Immerhin haben wir endlich mal wieder gewonnen. Wir haben einige Änderungen am Chassis vorgenommen, die sich zu rentieren scheinen. Wir könnten die Konkurrenz ärgern, indem wir jetzt auf einmal mit dem Chassis anfangen. Und wie? Wir haben viel Arbeit in den Motor investiert und es hat sich gelohnt. Seit dem letzten Wochenende haben wir uns ganz der Zuverlässigkeit gewidmet und es hat sich gelohnt. Stimmt sogar. Und wie? Die Verbesserungen an der Aerodynamik sind unglaublich, um das nochmal abzurunden. Sie hatten heute ein knappes Rennen, nicht wahr? Mit Hülkenberg oder mit wem? Etwas zu knapp.
Er ist mir ziemlich auf die Pelle gerückt. Wir treiben einander stets dazu an, bessere Fahrer zu werden. Klingt schön. Klasse, das war dann alles. Aber das mit der Pelle hat mir auch gefallen. Vielleicht beim nächsten Mal. Gegen Hülkenberg auch die schnellste Runde geholt, auch wenn denkbar knapp. Und gegen Bottas auch, Bottas hat bloß 2 Punkte geholt. 4-7 im Renault-internen Duell und... Na gut, 10 Punkte werden wir nicht ins Spa holen. Da gehen maximal gegenüber Bottas, schätze ich mal. Also an sich gehen 7, aber... Womöglich werden es bloß... Er holt 3 und wir holen 7. 4 Vorsprung werden. Aber mal schauen, ist ja gar nicht so wichtig. Wir bekommen einen Bonus von 500 Punkten, weil 30 Fahrerpunkte erreicht. Gibt es schon einen neuen Vertrag? Nee, ne? Kommt doch erst beim nächsten Mal. Also wenn wir die nächsten 2 Rennen abgeschlossen haben, sicherheitshalber werde ich mir mal gleich einen Screenshot machen. Veteran, aber noch nicht allerfährster Fahrer. Tolle Arbeit an diesem Wochenende. Dich auf dem Treppchen zu sehen, macht mich stolz. Das freut mich. Vertragsverhandlungen beginnen. Ist es doch wieder soweit? So, gleich mal gucken. Jo. Also 3-3. 43 von 30 Punkten. Also klar, der Rennbonus muss wieder auf Maximum getrieben werden. Die Boxenstopp-Effizienz hatten wir jetzt erstmals auch. Große und kleine Updates um eine Woche reduziert. Wenn jetzt bald die Reglementänderungen kommen, könnte man vorher nochmal groß investieren. Gleichzeitige Entwicklung, 3 Upgrades, ja, das ist auch weiterhin nicht verkehrt. Unser Wert ist nochmal in der Ecke gestiegen. Hier können wir die Bedingungen unseres Angebots anpassen. Je ambitionierter unsere Ziele sind, desto bereitwilliger wird das Team uns entsprechende Vergünstigungen einräumen. Wir können zwar mehr als nur ein Angebot unterbreiten, aber wir müssen dennoch vorsichtig sein. Wenn ein angebotener Vertrag deinen Wert für das Team übersteigt, wird das Angebot abgelehnt. Passiert das zu häufig, bleibt uns nur noch das ursprüngliche Angebot. Also bei Qualifying und Rennen bleibe ich mal bei 3-3, aber dafür werde ich jetzt mal das Teamziel schwer ausprobieren. Das will ich jetzt nochmal mitnehmen. So, hier ganz klar auf Maximum. Zeit für alle. Also wenn wir alles auf Anschlag setzen, dann sollte unser Vertragswert auch ganz rechts sein. Also hier geht's noch besser. Hier auf Anschlag, hier auf Anschlag, hier auf Anschlag und hier nix. Ich denke, wir sollten über dem gelben Strich über unserem Wert liegen. Das will ich auch bei der ersten Verhandlungsphase. Und selbst wenn wir ganz rechts sein sollten, was jetzt eh nicht der Fall sein wird, wäre es auch nicht schlimm, wir könnten ja noch nachverhandeln. Ich denke mal, das sollte passen. Nein. Okay, das Angebot sieht wirklich nicht schlecht aus. Und es scheint, als wären alle Parteien mit dem aktuellen Vertrag zufrieden. Nein. Der Vertrag wird also mit dem Rennen am nächsten Wochenende in Kraft treten. Macht dieses Teamziel schwer auch einiges aus? Okay. Keine Boxenstopp-Effizienz mehr, dafür die anderen 3 auf Maximum. Platz 3, erster Fahrer. Und Teamziele schwer, da bin ich mal gespannt, was da als Teamziel als nächstes kommt. Vielleicht so 45 Punkte einfahren. Bei 45 ist eigentlich Quatsch. Man kann, wenn es nicht glatt läuft, abseits von 50 Punkten maximal Erster und Zweiter werden, so wie wir jetzt, also 43. Also vielleicht schweres Ziel 43 bzw. 40 Punkte einfahren. Mal schauen. Entwicklung. Wir haben einige Ressourcenpunkte.
Wir haben zurzeit nichts, was nochmal angeschoben werden muss. Ah, das wäre was Kleines. Wäre gar nicht verkehrt. Dann sehen wir das vielleicht in Spa. Und allerspätestens in Monza. Was wir machen könnten. Heck- und Frontabtrieb. Und nochmal hier klein. Wären zwar wieder drei Teile, aber man gönnt sich ja sonst nichts. Ah, Motor wäre schon nicht verkehrt für die nächsten beiden Rennen. Wobei, da sind wir eh ganz gut beisammen. Aero könnte für nach Monster nicht verkehrt sein. Sind allerdings auch bloß klein, also wenn die jetzt gleich beide glatt gehen, dann könnten wir nach Spa noch das hier anschieben. Dann hätten wir das in vielleicht Singapur, vielleicht aber auch danach. Wobei es schon einiges kostet. Wenn wir die beiden ausgeben, haben wir dann noch genügend über für Strapazierfähigkeit. Könnte eng werden. Das wird wohl nix. Nee. Hier 2 und hier 1. Würde ich mal sagen. Weil es gibt ja hier nichts günstigeres. Ist ja alles gleich viel wert. Oder kostet alles gleich viel. Was würde denn Karl sagen? Bin ich mal gespannt. Was hältst du hiervon? Gerade das wollte ich nicht machen, den Luftwiderstand. Ich wollte eher Front- und Heckabtrieb machen. Dann würden wir ja gut an Ferrari ankommen. Ich würde sagen, wir machen die beiden und belassen es dabei. Oder wir machen die drei. Dann werde ich eh nicht genügend Ressourcenpunkte haben, um hier mehr als 2 zu machen. Und vielleicht schlägt er sowieso 1 fehl. Weil das würde wiederum passen. Das wird man hinbekommen. Eine überarbeitete Form der zweiten Flügelklappen. Sorgt für bessere Spaltbreiten, wodurch die Luftströmung und damit auch der Abtrieb verbessert werden. Ausfallwahrscheinlichkeit etwas mehr als ein Viertel. Verbesserung an der Frontflügel, an den Frontflügelendplatten sorgen dafür, dass die Luft effizienter von den Reifen um die Reifen geleitet wird, was Verwirbelung und somit den Luftwiderstand reduziert. Updates an der Heckflügel, an den Heckflügelendplatten verhindern unnötigen Luftaustritt an der Seite des Heckflügels, wodurch der Abtrieb verbessert wird. Ja dann. Macht uns, wenn die Konkurrenz sich nicht verbessert, zum dritten vielleicht. Mal gucken. Wir werden einen Riesensatz im Vergleich zur Konkurrenz machen. Spätestens in Singapur, wenn es da eine Veränderung des Reglements geben sollte, heißt es ja eigentlich sowieso sparen. Belgien, Belgien, Belgien. Dreimal klein. Bedeutet aber auch einen Riesensatz und ich schätze mal, die Konkurrenz wird so einen Satz nicht machen. Teile tauschen.
Nicht die, sondern... ja, die da. Hier können wir das einbauen, also bisher bloß bei der MGUK geblieben. Also bisher bleiben zwei Teile drin. So. Okay. Und immer noch kein Ausfall der beiden Mercedes. Brandon Hartley war ja auch so einer, ne? Der nicht ausgefallen ist in der ersten Saison. Brandon Hartley ist immer ins Ziel gekommen. Pierre Gasly ist dreimal hintereinander ausgefallen. Und dabei haben die ja den Honda-Motor. Irgendein Force India gab es da noch, oder? Also Ocon schon mal nicht. Perez in der ersten Saison auch nicht ausgeschieden. Perez ist einmal ausgeschieden in dieser Saison und Brandon Hartley leider auch schon ausgeschieden. Na gut, dann schaue ich mal nicht weiter. Wir hatten jetzt 5 Podien hintereinander. Hülkenberg hatte oder hat 4 Podien hintereinander und davon 3 Siege. Die Siegesserie endlich wieder gerissen bei ihm. 3 Siege, das ist Hamilton-Niveau. Das Blöde ist für Hamilton, er fährt ansonsten... ansonsten wird, also wenn er nicht Erster wird, wird er maximal mal Dritter und ansonsten passiert eben nicht oft, dass er aufs Podium fährt. Kommt er nicht so gut ins Ziel. 4, 5, 6, da auch mal die 9. Deswegen ist er halt wie im Dritter. Gut. Was wir nochmal gucken können. Hier. 3 Siege, 5 Poles, 2 kommen aus der ersten Saison. Podiumsplatzierung 11, 308 Punkte. Endplatzierung im Rennen, im Schnitt 6. 8. im Qualifying. Schnellste Rennrunden 8, zum Beispiel in Ungarn eine. 1875 gefahrene Runden, Kilometer fast 12.000 und bisher bloß bei einem Team gewesen. Wir haben Einladungen zu neuen historischen Events erhalten. Du kannst vor Ende des Wochenendes bestimmen, ob du daran teilnehmen willst. Sehr verlockend. Auch nicht verkehrt. Die beiden Wagen aber kennen wir schon. KI-Fahrerstufe. In der letzten Saison hatten wir die 91 und in dieser Saison habe ich mir vorgenommen, die 92 zu nehmen. Wir waren in der letzten Saison in Spa und in Monza so mit Abstand schlecht wie sonst nirgendwo. In der zweiten Saisonhälfte und gegenüber Hülkenberg waren wir jetzt auch überhaupt nicht weit weg. Gut, in Spa ist er ausgeschieden. Aber ich denke mal, das passt. Jetzt wird die Konkurrenz ungefähr 130.000stel schneller sein als in der letzten Saison. 50% Renndistanz, komplettes Qualifying und die Wochenendreifenaufteilung. Keine Reifenfarbe wird übersprungen. Finde ich gut. Die neuen Teile sind aus der Fabrik angeliefert worden. In der nächsten Session sind sie am Auto. Alle drei, na hallo. Ja, tschüss Konkurrenz. Gar nicht so krass, wie ich es mir vorgestellt habe, mit 3 kleinen Teilen. Red Bull hat sich verbessert, Ferrari und Mercedes auch. Force India hat sich verbessert, McLaren weiterhin. Sieht im Detail wie folgt aus. Beim Motor weiterhin auf der 1. Oh, Red Bull auf der 2, die sind rangekommen. Mhm. Dann Mercedes, dann Ferrari. Dann dicker Abstand zu Force India. Weiterhin dicker Vorsprung, dann kommt Red Bull, die haben keinen großen Vorsprung von Mercedes, die haben keinen großen Vorsprung. Na, wobei, einen größeren Vorsprung von sich zu Ferrari als Ferrari zu Force India.
Und bei der Aero sind wir wirklich Dritter geworden. Mercedes ist sogar auf die 4 gerutscht. Red Bull und dann Force India, die sind mit hoch. Ferrari und Mercedes hinter uns gelassen. Und Red Bull ist nicht weit weg. Na, das kann interessant werden. Hier sehen wir auch schon die Spitze des Baums bei der Aero. Gibt es echt nicht so viel zu entwickeln. Beim Motor 12 plus 5 macht 17, das macht 22, macht 27. Ah ne, 22. Abteilungs- und Abteilungseffizienz, Qualitätskontrolle klammer ich mal aus. Also 12 plus 10 macht 22. 4, 10, 16, 21. Ups. 4 plus 2 macht 6. 13, 20. Also am wenigsten kannst du bei der Aero entwickeln. Dann kommt das Chassis und dann der Antrieb. Aber die geben sich nicht viel. Gut, haben wir das auch mal geschaut. Und wie das so in den Ardennen laufen wird, das sehen wir mal. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.